Ja, Leute, herzlich willkommen wieder bei World of Warship. Ich stelle euch heute die St. Louis Stufe 3 Kreuzer vor, der Amerikaner. Ja. So. Sie hat 27.300 Trefferpunkte, die Panzerung ist 6. 602 mm. Die Artillerie ist, die Hauptbatterien sind 152 mm, 50 MK6. Und wir haben 34 Artillerien. Die Sekundärbewaffnung ist 76,2 mm, 50 MK4. Ja, und die Reichweite der Hauptbatterien sind 9,5 Kilometer. Die Manövrierbarkeit, die Höchstgeschwindigkeit sind 22 Knoten, Wendekreisradius sind 450 Meter und Ruderstellzeit, also 180 Grad, sind 8,4 Sekunden. Ja, ich habe jetzt noch nichts abgegradet, wie ihr seht, alles noch auf normal. Ja, gehen wir doch mal mit der St. Louis ins Gefecht. Ja, was haben wir auf unserer Seite? Eine Langley, eine Wyoming, zwei Miyokis und eine Kawachi. Ja, im gegnerischen Team ist fast das gleiche, nur dass wir nur eine Miyoki haben und im Gegenteil zur Miyoki eine South Carolina bei den Gegnern. Ja, wir haben auch drei Zerstörer auf unserem Team. Ja, es sind Zerstörer und im gegnerischen Team ebenfalls drei. Und dann geht's jetzt auch schon los. So, jetzt geht's los. Ja, 10 Geschütze haben wir. Haben wir eine Jurari, die wir nicht treffen. Da haben wir eine South Carolina mit einer Wacker Tape.
Die schießen jetzt schon auf uns. Okay. So, fertig machen zu einer Breitseite. Denn wir können die Wackertape jetzt gleich noch so vorhalten. Trainings. Nein. Ah, das war ein bisschen zu viel. Okay. Da haben wir noch einen. Eine Derzki. South Carolina. Das schießen wir jetzt auch mal zu zurück. Ja, jetzt schießt gerade auch noch eine Miyogi auf uns. Das ist jetzt nicht so toll. Ja, so wie es aussieht, hat sich das jetzt... Ja, also wir werden das Gefecht nicht weiter mitmachen. Wir haben 162 Leben. Das ist nichts. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, da sind wir zerstört. Ja, also die St. Louis ist, wenn man es so nimmt, eigentlich ein Nahkampf, also eine Schrotflinte, kann man sagen. Nur bei Schlachtschiffen oder wenn einige Schiffe auf einen ballern, dann hält sie es nicht stand, wie wir es ja in dieser Runde gesehen haben. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Haut rein!